Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich musste hier mit Biff leider ein kleines bisschen von den Orks weg, weil sie, nachdem ich geladen hatte, plötzlich uns gesehen haben und auf uns zugestürmt kamen. Aber ich musste mich ja noch heilen und ich musste Biff noch heilen. Ja, okay, das ist der Fluss. Ich dachte mal, ich mach mal einen kurzen Abstand hier zu dem Wasserfall. Vielleicht muss da ja was, das ist ja so die Verstecke hinter Wasserfällen. Außerdem ist ja hier so ein Felsen, der wird. Aber mir scheint, hier gibt es dann leider noch nichts. So, ihr habt gesehen, Bild ist gerade auch. Ihr habt gerade gesehen, hoffentlich wird es geheilt. Ich bin geheilt, ich habe noch genau ein gebratenes Fleisch dabei, weil ich mich mit dem ganzen Fleisch geheilt habe, die Stadt trinken. Ich war jetzt mal aus, zu speichern, nachdem ich gefuttert hatte. So, dass das Ganze nicht wieder passieren wird, falls wir jetzt bei den Orks versagen sollten. So, ich würde nochmal kurz hier speichern. Und dann, was ist der Plan? Der Plan ist, einen anlocken, damit Biff sich mit ihm prügelt. Und dann so viele wie möglich einfrieren. Aber nicht diejenigen, die Biff angreift. Biff, los schon geht's. Wieder eins von diesen, genau. Hau drauf. So, ich muss jetzt wirklich ein bisschen weglaufen. So, das ist schon mal einer. So, Biff, wo bist du? Sag mir nicht, du prügelst den Eingefrorenen. Biff? Okay. Sehr schön. Das scheint doch relativ gut zu funktionieren. Ich hätte fast wieder Biff gehauen, oh mein Gott. Und ich bin auch fast tot. Okay. Ist noch einer? Biff, was schaffst du? Ich helfe dir auch, sollen sie mich nicht an. Hey, ich habe einen umgebracht. Ich habe einen Ork getötet. Selber. Eigenhändig. Okay, er war auch davor schon fast tot. Aber hey! Gut, mit einem wissen wir ja, komme ich zurecht. Vor allem gemeinsam mit Biff. Sehr schön, sehr schön. Fein! Hat nicht ganz so gut geklappt, wie ich gehofft hatte. Aber es hat geklappt. Von daher bin ich hier erstmal zufrieden fürs Erste. Ich wundere mich immer noch, dass Biff sein Geld nicht will, seinen Anteil. Tja, wie kann das sein? Weiß ich nicht. So, aber gut, hier ist erstmal kein Ork. Das heißt, ich kann mir hier meinen Mana reinpfeifen. Wenn ich schon mal dabei bin, komme ich das Fleisch leer. Nee, lass mal. Ich habe mal ein paar Grogs getrunken, irgendwann offscreen. Ach, warte mal, ich kann jetzt zwei Blauflieder essen. Dann ist mein Mana wieder komplett voll. Sehr schön. Und außerdem brauche ich da noch ziemlich genau 300 Lebenspunkte. Das heißt, 6 hiervon. Und dann ist das ja sogar ohne große Verschwendung wieder alles voll geheilt. Wobei, das heißt ohne große Verschwendung, Biff braucht auch nochmal, wie es aussieht, 2 gute große Heiltränke. Yep, nochmal ein. Ungefähr so war er am Ende der letzten Folge auch. Und dann habe ich ihm 2 große gegeben und dann war er geheilt. Von daher passt das, dass ich ihm hier 2 große gebe. Weil das ungefähr der gleiche Schadenslevel war. Okay, jetzt bin ich hier, wo die Orks waren. Hier wollte ich eigentlich hin. Und da steht nochmal einer auf der Brücke. Die Frage ist jetzt, ist das nur einer? Oder sind es 2? Da es 2 sind, werde ich nicht umhin kommen. Wobei, vielleicht geht das ja auf die Entfernung. Ich probiere es mal. Wenn ich den hier einfriere. Oh, das ist doch mal so. Komm. Ach, genau. Und jetzt kommt einer her. Biff, der ist für dich. Waffe ziehen. Schon wieder eins, genau, von diesen Biestern.
Ha! Und der Eisblock hat den zweiten umgelegt. Stimmt! Der Eisblock macht ja auch ein bisschen Schaden. Über die Zeit. Moment, das muss ich mir gleich nochmal anschauen. Ich wüsste doch mal gerne, was mehr Schaden macht. Der Eisblock oder der Blitzschlag. Sehr schön, Biff. Sehr schön. Mitten im Schlag umgelegt. Großartig. Und du willst immer noch kein Gold, hä? Das macht mich traurig. So, ich brauche 60 Lebenspunkte. Und genau 100 Mana. Warum brauche ich genau 100 Mana? Ich verstehe das nicht. Ich habe doch hier... Der Eisblock, der kostet 40. Ach, der Blitzschlag kostet 30. Ah, natürlich. 30 und 30 macht 60 und 40 macht 100. Okay, alles klar. Der Eisblock macht 60 Schaden plus 38 über die Zeit. Also macht der Eisblock insgesamt 98, um genau zu sein, 98 Schaden. Also weniger als der hier. 98 bei 40. Der hier würde bei 40 sogar 200 Schaden machen. Der Eisblock macht knapp weniger als die Hälfte Schaden pro Mana. Verglichen mit dem Blitzschlag. Dafür hat er aber halt natürlich den großen Vorteil, dass die Gegner frieren und eben nichts mehr tun können. Ich brauche immer noch 60 Lebenspunkte. Guck ich die her? Ich könnte... warum habe ich gerade Grundstücke gegessen? Ich wollte doch gerade hier hin. Was habe ich denn gerade verbockt? Grundstücke essen ist nicht witzig. Das ist wirklich nicht witzig. So, noch 4. Irgendwann müssen die ja weg, die Bären. Ne? So, gut. Wie geht's Biff? Der braucht wieder ein bisschen Heilung, wie es aussieht. Erstmal den Besten und dann wahrscheinlich einen Kleinen. Ne, sogar reicht der. Der reicht sogar der Beste. Hm, cool. Gut. Dann, speichere ich nochmal. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich werfe einen Blick auf die Karte. Das ist die Frage. Ich bin hier nämlich falsch, so wie es aussieht. Wir müssten eigentlich über den Berg drüber. Oh je, ein Ork-Schamane. Schaman finde ich ja nicht witzig. Schon wieder eins von diesen Biestern. Biff, nicht runterspringen. Gut. Jungs, lass mich weg. Lass mich hier raus. Ah. Das Ärgerliche ist halt, dass da ein paar Orks runtergefallen sind. Ins Wasser. Und entsprechend keine Erfahrung mehr geben. Mist. Das waren 3 Eisblöcke und damit mein komplettes Mana. Biff, ich liebe dich. Danke, dass du hier bist. Pass auf, da kommt gleich noch eine Ork-Elite. So langsam bekomme ich ja. Also... Ja, hier bitte. In Ordnung, du bist es wert. Das will... Ja, das kürze ich nur ab, weil das hatten wir schon. Moment mal. Ja, genau, jetzt funktioniert er auch wieder. Hier ist dein Anteil. Alles klar. Jetzt funktioniert Biff auch wieder, sehr schön. Und ich brauche mal wieder ganz viel Zeug. So, ich würde mal ein bisschen Blauflieder... Dann brauche ich 100 Mana. Und dann brauche ich noch 10 Mana. Genau. Und dann brauche ich... Moment. Erstmal eine Beere. Dann ist einfacher zu rechnen. Dann brauche ich jetzt noch 360. 360 sind... Moment. 360. Nee, das geht nicht. 260... 260? Ja, doch, ich habe eine Idee. 140 und 20. Dann müssen mir jetzt noch genau 20 Punkte fehlen. Genau. Und für die 20 Punkte futter ich auch nochmal 4 Beeren. Wie gesagt, die müssen ja irgendwann mal wegkommen. Und die großen Heiltränke sparen. Ist ja auch sinnvoll. Die werden sicherlich noch wertvoller werden mit der Zeit. Die Sache ist ja auch, je höher ich level, desto mehr Lebenspunkte habe ich und desto stärkere Tränke brauche ich ja eigentlich auch. Weil sonst das Heilen einfach ewig dauert. Ich meine, jetzt dauert es ja schon ewig, wenn ich mich mit Nahrung hochheile.
Da ist nichts. Das wird nicht besser werden in Zukunft. Also eigentlich sollte ich schon gucken, dass ich meine Nahrung sozusagen wegkriege. Ach, guck mal, eine Steintafel. Und ein Silberkelch. Nix Biff. Du ziehst nicht auf Biff, du ziehst auf den Ork-Elite. Boah, hält der viel aus, Mann. Komm, noch einer. Klappt er nicht. Was hat er denn dabei? 19 Gold. Biff. Moment mal. Genau, hier ist dein Anteil. Geht doch. Biff funktioniert wieder. Ich bin stolz auf ihn. Das hat er sehr gut gemacht. So. 10 Minuten, halbe Folge. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Das heißt, warum dreht er sich, wenn das Spiel pausiert? Das ist gruselig. Ich brauche etwas Mana. Biff braucht, glaube ich, nichts, ne? Der Ork-Elite war ja eingefroren, genau. Der konnte sich nicht wehren. Das heißt, wir können hier relativ gefahrlos fürs Erste weitergehen. Und ich dachte eigentlich, hier wäre eine Höhle. Ist aber nicht. Schade. Wie zu weit entfernt? Von hier oder was? Ah, tatsächlich. Von der anderen Seite. 250 Gold. Wow, ein Dolch, eine schwarze Perle und etwas Pech. Für die Alchemie, beziehungsweise für Runen. Moment mal. Problem ist nur, wenn ich jetzt hier 250 Gold nehme, will Biff davon die Hälfte haben. Naja, was soll's. Das ist ja echt wert. Und außerdem habe ich ja mich mit ihm abgesprochen, dass er die Hälfte von dem ganzen Gold kriegt. Und 125 Gold. Naja, es tut mir nicht wirklich weh. Ich habe genug. Erstens. Und zweitens, hier nochmal herzukommen, ist es irgendwie auch nicht wert. Und die Orks habe ich gerade, da unten vielleicht gerade gesehen, die leben sogar noch. Und jetzt weiß ich auch, welche Stelle das hier ist, aus Gothic 1. Da habe ich mich nämlich mal am Anfang mit so Goblins geprügelt. Und die sind da auch untergefallen. Und da muss ich da runtergehen, um die umzulegen, um die Erfahrung zu kriegen. Ich lasse die einfach mal, die Orks. Und vielleicht komme ich auf dem Rückweg hier nochmal vorbei. Und dann kann ich mich mit denen vielleicht nochmal anlegen. Wie viele Orks haben wir hier? Sieht aus wie zwei. Machen wir das mal so. Eins. Und zwei. Zack. Schon wieder eins von diesen Biestern. Und der erste Biff, genau. Warum, Biff, warum greifst du den hier an? Nicht den, den ich zuerst abgeschossen habe. Das ist dumm von dir. Das ist sehr dumm von dir. Jetzt sprich mich an, genau, wegen zwei Moment. Gold. Ja, natürlich. Du kannst auch einfach kurz warten. Ja. Also ich muss ja sagen, so alle paar Minuten würde ja vollkommen ausreichen, ne? Aber ich wiederhole mich. Ich wiederhole mich. 10 Lebenspunkte habe ich verloren. Doch so viel. Und Biff, wie geht's dir? Ah, du hast nichts verloren. Sehr gut. Bist halt doch ein Zerbrocken. Okay. Nochmal zwei Ork-Krieger. Der hier ist für Biff. Und der hier wird eingefroren. Schon wieder eins von diesen Biestern. Sag mal, Biff, jetzt geh doch nicht wieder auf... Ah. Das wird nichts, ne? Nee, das wird nichts. Der Eisbock dauert einfach zu lang. Kann ich nicht auf Verfolger zaubern. Hey, bleib da. Die kann ich verkaufen. Nichts zu holen. Ach je, nichts zu holen. Bei den ganzen Orks, die sind so arm. Okay, 21, 31, 41 und 51. Ne? Genau. Und jetzt noch 4 hiervon. Wie viel Mana brauche ich? Ich glaube 110 müssten das sein. Genau. 110. Dann nehme ich mal... Hui, wie mache ich denn das? 75. Tja, muss fürs Erste reichen. Biff klar. Nochmal einen kleinen Heiltrank. Reicht das? Ja, das reicht. Sehr schön. Gut, so langsam kommen wir doch voran. Wir prügeln uns hier durchs Ork-Gebiet durch. Und hier gibt es gerade irgendwie keine Orks mehr, oder? Ah, Varan, Feuerwaran. Feuerwaran finde ich nicht so witzig. Da bin ich schon mal böse auf die Schnauze gefallen.
Deswegen speichere ich hier zur Sicherheit nochmal. Und dann würde ich mal sagen, Varan. Moment, Moment. Hier sind ganz viele Heilkräuter. Vor allem die starken sind das. Also, ich würde gerne den Feuerwaran aus der Entfernung platt machen. Ich sehe hier zwei Warane und einen Feuerwaran. Und das doch mal so. Ah ja, guck mal. Ups, das war nicht gut. Und das ist auch nicht gut. Biff, komm, Biff. Puh. Da ist nichts zu. Und wie Biff einfach überhaupt keinen Schaden genommen hat. Mein Gott. Das ist so ein zäher Brocken. 45. Das war Verschwendung. Das war Verschwendung. Hier ist 9 hiervon. Ist mir egal. Die müssen weg. Die müssen weg. So, jetzt brauche ich noch 95 Mana. Nochmal 75. Dann habe ich jetzt exakt 100 Mana. Ui, da ist auch noch ein Feuerwaran. Bleib mal stehen. So ist gut. Und mit den normalen Varanen werden wir auch so fertig. Den würde ich sogar ohne Biff schaffen. Von daher ist das eigentlich nur halb so wild. Nein, lass die Waffe weg. Brauche ich nicht zu plündern. Nichts zu plündern, genau. Und hier nochmal 4 davon. Ey, so langsam. Ja, so langsam kommen sie weg. Ja, ist okay. So langsam kommen sie weg. Wenn ich jetzt 75 nehme, dann fehlen mir noch 5 Mana. So ist es. Was soll's. Nichts zu holen. Ach, guck mal, noch einer. Brauchen wir aber keinen Mana für. Das geht so. So, aber... Das war's mit dir, du Mistvieh. Nochmal 2 Bären. Ihr kennt das ja. Ich muss mich heilen. So, irgendwas hat hier gerade geglitzert. Irgendwas hat hier gerade so geleuchtet. Wie magisch. Was war das denn? Ach, hier, genau. Die Steintafel. Wer sagt's denn? Geht doch. So, ich werfe mal einen Blick auf die Karte wieder. Um zu gucken. Wir sind mal wieder vom Weg abgekommen. Das machen wir irgendwie öfter. Aber ich weiß, hier links geht's auch lang. Ich war hier in Gothic 1 schon. Problem ist natürlich, dass ich hier potenziell mitten ins Feindesgebiet reinlaufe. Und hier geht's auch nicht mehr weiter. In Gothic 1 konnten wir, glaube ich, außen rum. Wenn ich mich recht erinnere. Aber hier jetzt dann wohl nicht mehr. Na gut. Was soll's. Gehen wir halt am Weg lang. Ist ohnehin der Weg, den ich nehmen wollte. Und immerhin habe ich jetzt auch die Gewissheit, mein Rücken ist frei, denn hier kommt nichts mehr her von der Seite. So, dann werfe ich doch mal einen Blick hier auf die Seite. Okay, da ist auch nichts mehr. Das heißt, es gibt wirklich nur noch die Möglichkeit, hier weiter zu gehen. Hey, Gorn! Wer sagt's denn? Guck mal. Das wäre meine Vermutung richtig gewesen. Gibt es hier 2 Kollegen? Oder mindestens 1 zumindest. Hoffe ich mal davon. Der oder die mich begleiten. Wie sieht's aus? Und na, Gorn. Aber wisst ihr was? Ich würde mal sagen, mit den beiden quatsche ich dann doch beim nächsten Mal. Habe ich gerade gespeichert? Ich glaube, ich habe gerade gespeichert. Ja, ich habe gerade gespeichert. Mit den beiden quatsche ich beim nächsten Mal, um zu schauen, was sie zu sagen haben. Gehstock. Soll ich im Gehstock? Genau, mit denen quatsche ich beim nächsten Mal und dann schauen wir mal, ob sie mit uns gemeinsam, also mit Biff und mir, auf Drachenjagd gehen. Moment. Da geht's doch hoch, oder? Geht's oben weiter oder unten? Tja, weiß ich nicht. Erfahren wir beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen.